Das einzige Investment, was du tätigen solltest, wenn du deine eigene Agentur startest, ist in ein Coaching, ist in ein gutes Mentoring. Fakt ist, eine Agentur kannst du ohne Startkapital starten. Ab dem Zeitpunkt, wo du dieses Video hier sehen kannst, hast du einen Laptop, einen Computer, ein iPad, Tablet oder ein Handy, mit dem du jegliche technischen Dinge umsetzen kannst. Okay, Funnel bauen, Werbeanzeigen schalten, funktioniert auf Handy und auch auf dem iPad bzw. Tablet, aber schwierig. Du solltest definitiv ein Notebook, ein MacBook oder einen Standcomputer haben. Aber ab diesem Zeitpunkt brauchst du nichts weiteres mehr, um loszulegen. Jegliche Tools da draußen, egal ob es ClickFunnels ist, Perspective ist oder sonst was, kannst du durch kostenlose Tools ersetzen, wie zum Beispiel WordPress etc. oder ganz permanent neue 14-tägige kostenlose Mitgliedschaften abschließen. Gleichzeitig kannst du die meisten Dienstleistungen, die du mit Facebook-Ads erbringst, wie zum Beispiel Mitarbeitergewinnung oder auch ganz normale Lead-Generierung, auch einfach nur mit dem normalen Lead-Formular von Facebook machen und die in den meisten Fällen super performen, wofür du nicht mal eine Landingpage bauen brauchst. Dementsprechend Fakt ist, du brauchst, wenn du nicht möchtest, kein Startkapital. Aber tu dir bitte den Gefallen, egal ob du es siehst oder nicht siehst, du sparst ungemein viel Zeit und das ist das Wertvollste, was du hast, wenn du in deine Weiterbildung investierst, wenn du in Mentoren, in Coaches investierst, die dich an die Hand nehmen, die deine Fragen beantworten, die dir Abkürzungen aufzeigen, die dir Verträge zur Verfügung stellen, die dir die Hacks mitgeben, wie du sowohl viel, viel schneller Kunden gewinnst, sie besser onboardest, betreust und auch schneller zu Ergebnissen mit ihnen kommst. Glaub's mir, du wirst, wenn du es alleine versuchst, locker ein halbes Jahr brauchen, bis du irgendwo zufriedenstellende sowohl Kunden als auch Kundenergebnisse nachher erzielst und mal ein paar Sachen selbst gerafft hast und durch YouTube-Videos und Podcasts zusammenbekommen hast. Das, was du brauchst, warum YouTube-Videos und Podcasts alleine nicht reichen, sind individuelle Antworten, individuelle Lösungen und jemanden, der dich versteht, weiß, wo du hin möchtest und weiß, wo du gerade bist, um dir genau in dieser Situation das zu geben und das zu sagen, was du brauchst, weil er das Beste für dich im Sinn hat. Und dazu solltest du unbedingt dir ein Coaching kaufen, vor allem bei uns. Solltest du unbedingt in einen Mentor investieren, vor allem in mich. Weil, ich sag's dir, ich bash niemanden, ich sag nichts da draußen, aber ich bin natürlich davon überzeugt, dass ich für die Menschen, mit denen ich arbeite, die beste Lösung bin für ihre Themen und Probleme. Und wenn ich es nicht bin, und das kam sehr selten vor, dann fange ich mit diesen Menschen erst gar keine Zusammenarbeit an. Und das ist das, was ich auch immer noch permanent mache. Ich höre nicht auf, in mich selbst zu investieren. Ich höre nicht auf, über Verkaufen mehr zu lernen von anderen Menschen. Ich höre nicht auf, über Marketing zu lernen. Ich höre nicht auf, mich persönlich weiterzuentwickeln. Ich höre nicht auf, mit meinem persönlichen Mentor zu arbeiten. Ich höre nicht auf, Podcasts zu hören, mir Hörbücher zu holen, auf Seminare zu gehen und da auch Unmengen an Geld zu investieren, obwohl ich doch schon so weit bin, obwohl ich doch schon so viel oder genug weiß. Du hörst niemals auf auszulernen, aber am Anfang ist es das, was dich am weitesten, am schnellsten nach vorne katapultiert. Falls du dich an das eine Video erinnerst, wo ich gesagt habe, drei Hebel hast du. Zeit, Fähigkeiten, Geld. Am Anfang hast du viel Zeit, wahrscheinlich wenig Geld und noch weniger Fähigkeiten. Investier das wenige Geld, was du hast, um deine Fähigkeiten mit der vielen Zeit, die du hast, zu verbessern. Weil diese werden dir dabei helfen, schneller wieder an Geld zurückzukommen. Denn das Investment in dich selbst ist das Beste, was du jemals tätigen kannst. Wenn du Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, klick jetzt auf den Link unten in der Bio oder schreib mir eine Nachricht per Instagram, dann können wir telefonieren. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao. Ich bin jetzt schon seit einer Weile Kundin bei We Build Brands von Nick, Erik und vom damaligen Patrick auch. Und es ist schön, immer regelmäßig in den Live-Calls dabei zu sein, aber vor allem dann auch bei so einem Event wie heute, bei dem Business-Event, bei dem Networking-Event, bekommt man eine ganz andere Seite auch zu sehen, eine persönlichere Seite. Und man merkt auch, dass das Networking-Event sich von anderen unterscheidet, weil man hier auf die persönliche Seite von Nick und Erik und auch von Max zu sehen bekommt. Durch We Build Brands habe ich auf jeden Fall gelernt, dass es gar keine Grenzen gibt, dass ich mir selber die Grenzen setze und es spielt gar keine Rolle, ob ich eine Frau bin, wie alt ich bin, wie ich aussehe, sondern das Wichtige ist, dass ich umsetze, Mut habe und es einfach durchziehe. Deswegen eine Nachricht an dich, es gibt keine Grenzen, hab einfach den Mut und setz es durch und das konnte ich hier auf jeden Fall lernen.